Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Ende dieser Kundgebung. Wir kommen zum Ende, aber wir hören nicht auf. Denn wir sind wütend und wir sind empört. Und wir werden allen sagen, wir hören nicht auf, bis sich diese Situation in den griechischen Lagern und auf den Inseln und an den Außengrenzen Europas nicht geändert hat. Wir werden nicht aufhören, die Situation zu benennen und für eine Veränderung zu kämpfen. Wir haben heute beeindruckende Redebeiträge gehört, die die Situation, die Tragödie, die Katastrophe, die menschlich verursachte Katastrophe in den Lagern Griechenlands von allen Aspekten her benannt und analysiert hat. Ich möchte zum Abschluss nur zwei Anmerkungen machen. In Europa wird europäisches Recht und internationales Recht gebrochen. In Europa werden die Rechte von Schutzsuchenden tagtäglich verletzt und gebrochen. Europa schaut zu. Europa schweigt nicht nur, sondern Europa unterstützt diesen Rechtsbruch tagtäglich. Und die deutsche Regierung ist dabei. Die zweite Bemerkung. Es ist schön, das haben wir heute gehört, wenn Flüchtlingskinder aufgenommen werden, Minderjährige, unbegleitete Minderjährige. Aber wir als Anwältinnen und Anwälte, wir schämen uns, wenn wir unseren Mandantinnen und Mandanten sagen sollen, nein, dein Kind ist nicht dabei, da sind 47 Kinder. Das kann nicht sein. Diese Gesten sind beschämend. Deutschland ist im Rahmen der Familienzusammenführung für Tausende von Menschen in Griechenland zuständig. Wir müssen aber sehen, dass in der Umsetzung dieser Zuständigkeitsregeln das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge systematisch immer wieder trickst, um Zuständigkeiten nicht zu übernehmen, sodass Familien getrennt bleiben. Europa hat sich von der Idee eines gemeinsamen europäischen solidarischen Asylsystems endgültig verabschiedet. Stattdessen müssen wir beobachten, dass es einen Wettlauf in den Schandlichkeiten darüber gibt, wer am besten alle möglichen Flüchtlinge, Schutzsuchenden, wer auch immer kommen muss, abzuwehren. Ich will gar nicht auf den schrecklichen EU-Türkei-Deal eingehen, der ein Rechtsbruch sondergleichen ist. Wir kommen zum Ende. Ich möchte mich im Namen des Republikanischen Anwältinnen und Anwältevereins herzlich bei allen Teilnehmenden und Teilnehmern heute bedanken, die alle in kürzester Zeit alles stehen und liegen gelassen haben, sofort sich bereit erklärt haben, hierher zu kommen, um heute hier das Wort zu erheben. Und das zeigt, die Gesellschaft ist nicht einverstanden mit dem Handeln unserer Regierung. Die Gesellschaft erwartet und fordert Aufnahme jetzt, Lager evakuieren jetzt, Aufnahme der Menschen aus Griechenland. Leave no one behind. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it clear. Refugees are welcome here. Vielen Dank. Also nochmal formal, wir bedanken uns bei allen. Es ist wirklich großartig. Vielen, vielen Dank. Und die Kundgebung ist hiermit zu Ende.